Servus Leute, ich bin der Andor von Andor Entertainment und ich spiele nochmal eine Runde LOL. Und diesmal mit der Kayle in der Mitte. Ich spiele gegen einen Karthus, wie es aussieht, und das ist super, weil ich Karthus eigentlich counter. Also im Sinne von Ulti-Blocken und so. Und ja, das Witzigste bei uns ist, wir haben eine Caitlyn Top-Lane. Und an sich hätte ich dagegen nichts, nur jetzt spielt sie halt gegen einen Riven wahrscheinlich. Und das wird dann ein Riesenproblem werden. Naja, schauen wir mal, wie es ausgeht. I see into infinity. Oh Leute, was ist denn? Genau so. Runen habe ich wieder meine Apena Omana Runen dabei. Also. Die Quintessenzen AP. Die. Ja, Magiedurchdringung halt in den roten, in den gelben, ich glaube Rüstung und in den Welcome blauen to Magie ist nicht zu leveln. Summoner's Masteries habe ich Perfection 21.09. unto eternity. Fuck, could not make my masteries in time. Never mind, ich musste mit Kayle schon mal mit ADC-Runen spielen, aber oh, ADC-Runen auf Kayle sind Hammer. Weil ich halt, und auch Attack Speed und sowas hat die alles dabei. 30 seconds Aber. until minions spawn. Crafted in divine light. Also ich hoffe, dass ich gerade so in der Mitte habe. Mit dem würde ich echt countern. Everything in place. In time, all will understand. Minions have spawned. Okay, they warded out blue. Oho. Das sind die Hailu-Plays. Nothing left in flux. Ja, okay, die Riven und die Shyvana, soweit ich weiß, sind Platin. Moment. Ja, Riven und Shyvana sind Platin. War das halt die Lane? Karthus, Karthus. Ja, J-Spot. Okay. Aber jetzt doch Karthus. Prosperity through technology. Wir haben Red gestartet. Ah. Super. I see in den verpasst. Into infinity. So, Level 2 mache ich dann meinen. Nice. Level 2 mache ich mein E und dann gehe ich ein bisschen drauf. Boah. Wieso verpasse ich die ganze Minion? I bring a vision of Utopia. Okay. Also, Damage ist ganz okay. Has been slain. In time, all will understand. Deswegen habe ich mit der Flasche angefangen gegen Karthus. Fange ich mit Kayle eigentlich fast immer an, weil Kayle ja das oder Flasche das. Dorant oder Flasche. Und wenn ich halt Sustain brauche, spiele ich mit Dorant, spiele ich mit Flasche. Weil sonst könnte man schon Dorant nehmen. Hier gegen Karthus, der kann mich halt schön harassen. Vor Level 6 ist auch richtig schwer gegen ihn. Aber ab Level 6 kann ich auch aggressive aufgehen. Boah, ist das nervig! Also so nervig hätte ich es nicht erwartet. Das nächste Mal starte ich mit Schuhen gegen Karthus, ja warten. Boah, Alter. Everything in its place. Karthus free to play, den soll die auch vielleicht mal spielen. Press R to win. An enemy has been slain. Also, er harasst richtig krass. Er kriegt ja auch Mana zurück, wenn er eine Einheit tötet, also ein Minion. An ally
has been slain. So pumpt er damit auch schön. Und wenn er ein Single Target mit dem Q-Tip, dann macht sie extra Schaden. Das ist eigentlich top den Arzt. Riven 1-0, Caitlyn 1, ja, war zu erwarten. Aber Riven hatte keine Items in der Hölle. Aber wahrscheinlich hat sie Red Pot gestartet. Also. Das ist die einzig logische Erklärung, warum sie das letzte Mal gespielt hat, keine Items hat. Schaden ist richtig cool von mir eigentlich jetzt schon. I bring a vision of Utopia. Jetzt hat er schon Angst, weil er den Schaden direkt gesehen hat. Aber er hat doch nur noch einen Healpot, das ist gut. Wo ist er? Perfection unto eternity. Seine Wall of Pain ist halt ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob beim W den Speed Debuff countern kann. Schauen, vielleicht brauche ich keine Ulti. Ja, ich brauche keine Ulti. Der ist tot, ist gut. Ich habe geflasht und ignited. Er hat Teleport dabei. Dann er hat geflasht. Kriegt dann ungefähr den Flash, wenn ich es auch wieder habe. Also eigentlich ganz gut. Ja, und ich farme halt wieder wie ein Boss. Oh, er portet in die Mitte. Nervig. Ich liebe die Backport-Animation. Warm hoch. Komm, so. Vielleicht wieder noch ein Wort ganz gut. Ich habe halt das Problem, dass ich ihn nicht unterbrechen kann. Also direkt counter ich ihn nicht, aber ich kann mich selbst halt damit schützen. Auch Verbündete. Aber nicht direkt, während er die Ulti castet und einer auf der Toplane sterben würde. Oh ja, Minion. Das war gerade richtig GG. Also. Der Damage von Caleb Early ist super, aber Minions brauche ich damit trotzdem nicht, weil das Mana halt ein wenig viel kostet. 80 schon was. Ulti nochmal 100. Deshalb hole ich mir später irgendwann mal noch Lich Bane. Ich weiß nicht, was ein Kumpel sagt, er kauft ihm als erstes Item Lich Bane mit der Kale. Und empfiehlt es mir auch. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, die Q wird mir. Wieso sehe ich eigentlich die ganze Zeit die Qs nicht? Das ist eine Witz. Ich hoffe, die wird mir Blue Buff geben. Und dann kann ich noch mehr stoppen. Ja, okay. Auch mehr im Weg, aber. Ja. Weil. Ich konnte nichts tun. Viel zu weit weg. Wenn ich näher da gewesen wäre, hätte ich sie saven können, aber. Boah, diese Damage. Ich hau hier gleich auch noch ein Wort rein. Bitte, bitte. Boah, Face Check of Doom. Schon, Damage. Boah, dieser Damage ist ja nicht mehr normal. Geister, okay. Push ich kurz rein.
Okay, ich krieg den Blue Buff nicht. Oder hat sie gepinkt? Nee, ich glaube, die hätte ich gepinkt. Das hätte ich mitbekommen. Ah, da ist er, der kommt hinten nur wieder rein. Okay. Ich hab ihn ja, also eigentlich könnte ich ihn diven. Ich schaue noch, dass ich eine Wave rauskriege. Und dann will ich halt alle meine Spells abhaben. Im Moment brauche ich auch keinen Blue-Buff, aber ich würde halt dann vielleicht ein bisschen aggressiver reingehen, weil ich dann... Komm! Nein, hier! Shyvana! Kommt! I see into infinity. Your team has destroyed hope. Prosperity through technology. What? This juke. Trust in my. Ah, jetzt habe ich ignited und flashed. Ich hätte nicht gedacht, dass der Varus den kriegt. So, jetzt habe ich mir nicht so was, was ich jetzt geschrieben habe, egal. Also, wenn der Varus da nicht gestanden wäre, ich glaube, der... Boah, ja, der Wort ist eher. Wenn die noch nicht gewesen wären, dann hätte ich. Vielleicht hätte ich lieber geflasht. Ich muss auf das Cage spielen. Ich sollte es nicht Seekers kaufen. So, jetzt habe ich kaum noch Mana. Also, helfen kann ich. Weiß nicht, ob ich top helfen kann. Wir haben nur Ulti. Ich muss mal raus. Ich krieg Blue! Ich will auch Blue! Yes. Also, stimmt. Viele Leute werden da jetzt nicht hingegangen. Oh, nee, nee, wir müssen. Ich habe Ulti, aber... Ich bin Drag, die aufzubrauchen, halt um... Wenn jetzt, Kartus Ulti macht... B. Wenn Kartus Ulti macht, dann hier. Everything in its place. Drafted in divine light. Ja, denke ich. Mein Gott, will man einmal nett sein und dann... Diese Community ist super. Trust in my ich denke, ich werde mal top kommen. Und ich habe keinen Bock auf Evelyn. Weißt du, ich mute sie später. Lol. Ich glaube, sie ist auf den Marco gekommen. Wenn Shyvana nicht gekommen hätte.
Go, go. Dann geh ich mal back und ich hol mir Rageblade. Ja, komm. Helf ich mal. Oh, lol. Und hoch. Ich liebe die Animation. So, Wort mitgenommen und Rageblade Instant. Rageblade ist einfach super auf ihr wegen dem, weil AD, alles skaliert mit AD. So, die Schaden-Spells halt. Und, ja, und die Passive von dem, dieses mit dem Attack Speed kriegen. Also, wenn man unter 50% Leben kommt, dann. Ich liebe diese Passive einfach. Ich glaube, AP kriegt man auch, oder was? Nein, Lifestream Spell, genau, das kriegt man noch. Das Gute ist halt, wir haben zwei AD Carries und ein Heavy APler. Und das Schlechte ist, wir haben keinen Tank. Sei denn, Eve baut irgendwas richtig krass komisches. Crafted in divine light. Ich glaube, ich erzeugt das Item wirklich Lichtbombe. Boah, dieser Attack Speed von Rageblade, ich liebe es. Aber ich drücke halt kaum Schaden, weil sie schon tanky genug ist. I bring a vision. Ich weiß nicht, ob der Jace mir auch so viel Damage drücken will, aber. Perfection unto eternity. Gut. Viel ist es jetzt nicht unbedingt, aber. Naja. Ist halt Supporter und hat halt kaum Items. Dafür ist vergleichsweise viel. Hey Leute, Mitte! Yay! In time, all will understand. Was soll das sein? I see into infinity. Okay, als nächstes muss ich dann den Heal so schnell wie möglich durchziehen. Everything, also ich weiß nicht, ob ich den letzten Punkt im E noch reinhau. Jetzt im Moment brauche ich einen Heal. Oh Gott, I'm gonna help you. Good job. Ich weiß nicht, ob ich Eve vor der Dings Ulti gesaved habe oder ob sie die Ulti gar nicht getroffen hätte. So. Was ist eigentlich mit Kampf? Warum ist er die ganze Zeit auf irgendeiner anderen Lane? Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das weg, bis wir da sind, oder? Ja, der ist bestimmt weg. I see into infinity. Was hat er da geschrieben? Okay, 2 gegen 5. What's up? Perfection undo eternity.
Und da flamen sie wieder. Erstmal ein Ashes Stun und dann. Blitzspeng, genau. Probier ich's mal. Zwar nicht als erstes Item hier, aber. Oh, was ist denn das für ein Animation-Film? So eigentlich, wenn das in der Ulti kostet, oder? Trust in my vision. Oh Gott, im Farm häng ich hinterher. Aber jetzt zwei Kills geschafft. Faith and steel unbroken. Ich glaube, bei Textbeatur könnte ich mal auf Kills gehen. Nothing left in flux. Boah, ich hab kein Wort dabei. So, don't talk. Ach. Wieso flamen die Leute? Klar sind sie mad, aber ich meine nicht mad, sondern versuche ich mich im Rahmen zu halten. Komm schon, mach mal den. Also ich meine, es sollte derjenige, der am wenigsten Damage bringt, halt den tanken, also in diesem Fall niederlegen. Boah Gott, Nami meine ich. Aber so. Es ist fürs Nichtstun. Vogel ist tot. Boah, wir haben einfach, ich glaube, gegen unser Team sollten die gefrorenes Herz kaufen und Banshee ist ja schon Warden's Maid. Also Shyvana auf jeden Fall, Driven eigentlich auch noch. Also wenn ich die wäre, würde ich Ward's Mail. Also halt gefrorenes Herz meine ich. Kaum. Und Dornpanzer. Dann wäre das Ganze jetzt nichts mehr. Weil wir alle AD-Schaden machen mit Auto-Attacks. Also wir drei. Warte, Kate und ich. Und ach super. Super Training. Crafted in divine light. Ah, dann hol ich mir noch kurz die Home Gods. Rechnest du? Also nochmal zurück. Ja, wir machen alle Schaden mit Outfits und haben alle richtig viele Attack Speed. Aber wieso gibt die Nami der des Mana? Für nichts und wieder nichts. In time, all will understand. Wenn die Sivir ja einen Spell blockt, dann kriegt sie ja Mana dazu. Everything in its place. Wer ist eigentlich von dem Premium-Tournament? Ja, Riven und Shyvana, die zwei Platin-Leute. Wieso sind Platin-Leute mit Gold 1, Gold 5 und Silber 2 Premade, wenn in meinem Team Gold 5, Gold 5, Bronze 1, Gold 4 und ich Silber 4 bin? Boah, Alter! Matchmaking. The Preseason. Oder ist eigentlich schon Preseason? Ich weiß gar nicht. Es ist jetzt heute Mittwoch. Und im Dienstag hat die offizielle Season aufgehört. Also müsste jetzt theoretisch schon Preseason sein. Aber es kam kein Announcement oder so, dass jetzt Preseason ist. Also normalerweise, wenn irgendwas Neues ist wie Preseason oder boah, der neue Patch, dann kommt ja immer ein Announcement auf der Homepage oder im Klienten. Aber diesmal gab es da nichts.
Oh lol. Die Eve. Der Schaden. Ja, das Game sieht wieder nach dem GG aus. Und Kartus hat mich in Fahne geholt. Was ist eigentlich mit dem, was er jetzt abgehauen hat? Wieso ist ich denn die ganze Zeit? Der Teleport. Und wir fighten ab und zu. Kaum gefightet. Wieso portet er sich nicht mehr rein? Jetzt, da ist er ja wieder. Left in flux. You remember that? I can't nicht saven. Oh, war das schlecht. Die Zombies fighten mir ohne Eve. Auch wenn die keine Siege hatten. Schnell weg. Redbuff doch mitgenommen und Ziel sehe ich jetzt noch eine Weile. Ja, bis ich weg bin, ist sie nicht da. Aber wenn sie in Q läuft, bin ich tot. Und zurück in die Mitte. Also, meine Ulti auf den Varus hätte früher kommen können. Er hätte früher kommen können. Aber ich war mir halt nicht sicher, ob sich auch ohne die Ulti schafft. Und er hat es eigentlich auch ziemlich lange ohne die Ulti geschafft. Ach, ich werde vermissen, dass der Busch so lang ist. Der Busch wird ja in der nächsten Season 4 wird er ja nur von hier bis hier gehen. Dieser Bereich. Ein bisschen schade, aber ja. Holy! Bin mal weg. Perfection unto eternity. Oh, ist plötzlich der Worte da, ist jetzt eigentlich da hinten. Weiter. Aber ich wollte gerade noch ein Wort platzieren. Lol, die Nami Bubble. Nami Bubble kriegt den. Die Karte setzt sich gerade auf keinen Fall mit mir anlegen dürfen. Ich hatte Double Buff und er nicht. Also ich, weil ich hatte halt Double Buff, er ist sowieso total behind, ich hab 4 Kills. Er hat einen und weniger Farm als ich. Und Jace hat halt nicht gescheit reagiert. LOL! Wie kommt sowas Platin? Ich dachte, sie macht die Ulti, deshalb habe ich runtergeflasht. Ah, ich habe es runtergeflasht, weil ich dachte, sie macht die Ulti und so kann ich vielleicht noch dodgen. War nix da. Boah, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, deshalb rede ich gerade zu wenig, aber wäre gerade auch knapp geworden fast. Ich gehe jetzt nicht back, ich push noch kurz eine Wave mit der Caitlyn und halte die nochmal kurz. Obwohl die eigentlich Lifesteal hat, das war eigentlich nicht nötig. Nee, die will ich nicht. Nein! Kate!
Mein Gott. Warum müssen die es immer so risky machen? Oh, hier haben wir noch nicht genügend Kohle. Mein Gott. Mein Gott, die Dinge, die Geister und den Kopf und die uns bringen. 1800 kostet. Macht die Wölfe auch noch zur Sicherheit einfach nur. Ja, ich kann jetzt 200 durch den Donut zwingen. Wie viel so? 160. So, Level 18. Vor allen anderen, weil ich einfach dieses Game nicht gegankt habe, sondern die ganze Zeit auf der Lane stand. Also wirklich die meiste Zeit. Und deshalb habe ich auch mehr EP und einen Level-Vorteil gegenüber allen. Noch ein Ward, immer schön Wards mitnehmen. Vor allem, wenn man gefeedet ist. Ich bin jetzt nicht so gefeedet wie der Varus, aber gut, als ADC finde ich, muss man nicht unbedingt Wards mitnehmen, aber als jede andere Lane sollte man Wards mitnehmen, weil ich finde, ADC ist die wichtigste Position und vor allem auch die schwerste für mich. Ich kann die gar nicht. Und deshalb sollte ich dein Geld nicht verschwenden für Wards. Meins. Schon Pin. Man immer schon mit Spend vorkommen. Aber wenn es möglich ist. Ja, ja. Das wird ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, warum die Civis sich da getraut hat. Nein, geh weg! Komm schon! No! Varus! Get out of here! Dieser Ward. Boah, bitte surrendert, das macht wird langsam langweilig. Lieber noch mal ein anderes Game. Fuck, ist arrogant klingt, aber es ist halt ganz langweilig. Magie-Distanz, nein, 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 war nicht. Ich gehe auf Damage. Wir mal Hextech aus. Wie ist Kay so mit Hextech? Ich hab 8-0, nice. Ist die FVP oder was? Ich dachte mir nur, weil ich gerade den halb leeren Balk ziehe. Komm, mach mal. Go, go, go. Der Varus hat. Never mind. Dominating. Ob das ist worth war, ist lässt sich streiten, aber
Varus und ich haben Baron und die haben gespiked. Die hätten mich unbedingt fighten müssen. Bist du sicher? Ich glaube nämlich, dass wir diese Zeit auch alle killen könnten. Das unsere Geister. Noch mit Bot. Ja, ja, super, Minister. Mitte, die pushen sowieso. Top auch. Ich kann noch kurz einen Dragon, wenn er da ist. Ein Dragon ist halt blöd, alleine weil der sich Attack Speed reduziert. Ja. Auch wenn ich damit Rage Blade ein bisschen dagegen halten kann, ist trotzdem. Yep, alle Bot würde ich auch sagen. Ist einfach sinnvoller. Die anderen Links werden sowieso gepusht durch Super Minions. Oh, Wall of Pain, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte nur so, wieso bin ich so langsam? Legatus instant. Au. Das Schild von der. Ah, läuft super. Was? Mein Ulti? Scheiße! Oh, mein Ulti ist nicht rausgekommen. Boah, behindert. Egal, das Spiel ist GG. Wechselt sich also doch nicht aus. GG! Das will ich jetzt auch sagen. 8-1-13. Nice, nice. Komm, behende es. Okay, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.